Hallo zusammen und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Diablo 2. So, wir haben gestern 21 Level gemacht und den ersten Akt abgeschlossen. Und dort machen wir jetzt weiter. Ich habe nur gerade keine Maus. Hi, jetzt ist er wieder da. Not in town. Okay, haben wir schon eine Quest? Find Radaman's Lair in the Loot Gulen Severs. Ich glaube, dazu mussten wir hier rein. The Sever, ja. Heute mal ohne Kamera, damit man auch den Lebenspunktebalken sieht, auch wenn er ein bisschen bedeckt ist. Ach ja, stimmt. Hier kommt er jetzt mit dem zweiten Akt dazu. Und ich habe ausgestellt, dass man die Items permanent sieht. Weil man zum Teil ja die Gegner gar nicht mehr angreifen konnte. Oder die Kisten. Zombies. Wie sieht eigentlich meine Giftresistenz aus? 10. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe übrigens jetzt hier Ringe gewechselt. Mit Magic Find drauf. Das Amulett hat Magic Find. Und irgendwas anderes hat auch noch Magic Find. Achso, ja, meine Hände, aber die habe ich ausgetauscht. Jetzt habe ich wieder die Hände drin, mit denen ich auch rumlaufen würde. Oh, jetzt kommen schon richtige Mana-Potions. Das ist natürlich nett, die können wir gebrauchen. I need my mama. Ich hatte überlegt, ob wenn ich eine 3 Sockelrüstung finde, ob ich mir daraus einen. Ob ich da ein paar Toppers reinmache. Und die auch noch Magic Pine drauf mache. Ich glaube, pro Toppers bei den kleinen sind es 9%, die man drauf kriegt. Bin so dankbar, dass wir jetzt den. Dass wir jetzt 3 Reihen haben hier unten. Ein neuer Charm. Stärke und Mana, das ist doch nett. Mein Buddy nicht. Ich ablenken lassen. Da geht's weiter. Oh, da ist auch was. Saver 2. Ach, ich glaube, das hier ist der andere Eingang. Es gab am Hafen, glaube ich, auch noch einen. Ja.
Feuerschrein. So, und der gute FabX Gaming meinte, dass man mehrere Schreine aktiv haben kann. Schauen wir doch mal, ob das klappt. Ja, Fire und Poison ist immer noch auf 75. Gut, dass er so viel aushält. Oh, schöner Gürtel eigentlich. Aber wir haben alle einen besseren. Ah, Defense geht hoch, Strange geht hoch, Life geht hoch, Resistance geht hoch. Warum? Der hat 5 und der hat 7. Stärke, Life, Maximum, Stamina, Resistances. Und repariert sich selbst, was natürlich sehr gut ist für einen ätherischen Gürtel. Die Frage ist eher, ob ich den nicht selber nutzen möchte. Stärke geht hoch. Defense geht hoch. Ach so, aber... ich habe da nur noch 2. Und deswegen wollte ich den nicht benutzen. Ja, aber dann kann ich es ja problemlos meinem Typen geben. Weil bei ihm zählen ja nur die Stats. Klasse, dann nehmen wir das mal mit. Hier auch. 21, ich habe 24, sollte glaube ich der Lizard gehen, sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie es mit dem Blizzard dann läuft. Von den Mana-Kosten her. Stufe 3. Oh, Monsterschwein. Das ist mein erster. I need mana. Schön, dass so viel Heiltränke kommen, aber keine Mana-Tränke.
Kommen Sie. Ich hätte früher sagen sollen. Ich vermute, hinten rechts geht's weiter. Muss ich echt mal gucken, ob der mit den höheren Leveln, ob der dann günstiger wird. Not enough mana. Not enough mana. Erste Licht. Extra fast. Okay, mein Typ kriegt kein Damage. What a misguided monster. Gucken wir mal noch, was hier in der Ecke noch ist. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass hier noch eine Kiste sein könnte. Gut, dass wir geguckt haben. Wenn ich voll bin. Oh, da ist sogar noch eine wichtige Scroll drin gewesen. I can't carry anymore. So, erstmal alles abgeben. Und schönes Schild wahrscheinlich. 12% bessere Gegenstände finden. Extra Gold und Maximum Stamina. So, er macht 58 bis 99. Die ist schlechter. Die ist schlechter. So, meins macht Defense, Stärke, Mana, Physical und Magic Damage reduced. Hit Recovery. Ebenfalls Defense, Mana. Nur Magic Reduction.
Aber mehr Defense und Poison. Ich glaube, das finde ich besser. Und Hit Recovery, ja. Replenish Life. Wüsste ich jetzt nicht. So langsam aber brauche ich wirklich den... Geht nicht. Required Level 22. Was ich aber gleich bin, dann warte ich mal noch ab. So, und mit Atma mussten wir reden. Let me buy you a drink. They say that the... Hello. Put that to good use. Greetings. Halle der Toten unter den verdorrten Hügeln nach dem Cube. Margot Lair unter der fernen Oase für den Schaft. Und das der Clown Viper Tempel für das Kopfteil. Endlich die Hüte. Wobei ich mich glaube ich gar nicht so freue. Ui, eine Rune. Genau, weil da kamen jetzt nämlich diese schönen Typen, dann diese kleinen Agilen, die immer wegrennen. Die Dünenmonster kommen gleich. Also, das wird noch lustig hier. Acker. 21, er ist jetzt auch 21. Rundtump war, glaube ich, sekundär. Wow. Blitz habe ich nicht wirklich Resistenz. Ja. Das ist der Rundtump. Ich glaube, das ist optional. Jetzt kann ich auch drinnen stehen bleiben.
Ja, ich wollte gucken, was der Teleport nächste Level macht. Tatsache, die Mana-Kosten werden weniger. Das wäre dann schon noch praktisch. Das Gefühl, nur physischer Schaden triggert deren Witze. Monsterschaden. Ich glaube, der macht einfach den nächststehenden Monster zu einem Elite. Schön, noch eine Rune. Gelber Ring. Wenn der Mana Magic Find mit drauf wäre, wäre natürlich geil. Not enough Mana. Da links eine Lücke, weil ich irgendwie auf den Bildschirm gedrückt habe. Okay. Verdorrte Hügel. I need Mana. I need Mana. Oh, wie ich die gehasst habe. Weiß ich auch wieder warum. I can't carry anymore. I need mana. So, gucken wir noch mal weiter. Stärke brauchen wir nicht. Da ist tatsächlich Magic Paint mit drauf, geil. Dreizehn. Mana und Kill, den hebe ich mir auf.
glaube, für die Runen. Könnte ich mir mal lieber eine neue Kiste machen. Aber wenn hier Gems drin sind, dann wird das noch ziemlich voll werden. So, Equipment-Teile. Damage, Stamina, Cold Resistance. Was hatte der? Stärke, Stamina, Cold Resistance. Ist das der gleiche Plague Loop? Nee. Better Chance. Sind 12. Und den hebe ich mir auch, weil der einfach gut ist. Der hat Faster Cast, der hat Damage. So, warte mal, machen wir mal hier Faster Cast. Und der mit Damage. Extra Gold und Mana each Kill. Resistenzen, Damage, Damage. Ach ja, die Runen wollte ich noch wegpacken. So, hier sind Legis, da sind Set-Teile, dann kommen jetzt hier Runen hin. Okay, weiter geht's. Ich will auf jeden Fall den Teleporter jetzt das nächste Mal finden. Alle der Toten, da geht's weiter. Aber da gehe ich noch nicht lang. Erster Teleporter, sonst komme ich da nicht wieder zurück. Also komm schon, aber es würde umständlicher werden. Ein Diamant. Da wird sicherlich schon zum nächsten Gebiet, ja. Doch vorher wollen wir hier den Teleporter finden. Hier ist einer, bitte.
So dann. Alle der Toten. Ach ja. Ach, der ist sogar speziell. Nice, gleich die zweite Ebene gefunden. Not enough. So, den Charme gucken wir gleich mal an. Attack Rating und Stärke. Ah, hier ist aber ein Teleporter, das ist ja gut zu wissen. Aber im Saber wäre auch noch einer gewesen, den habe ich natürlich nicht geholt. Not enough mana. No Regeneration, das ist immer gut. Also. Hab ich den Boss sogar alleine gemacht. Haben den Cube. The right portion can't cure. Freue mich. Defense und extra Gold. Nein, danke.
Kann jetzt ewig dauern. Yay! Unser erster Amethyst. Bei den Saphiren kommen wir wahrscheinlich noch weiter. Das ist das Smaragd. Diamanten haben wir von allen am wenigsten. Impossible. Sogar gereicht für den Rubin. Ja, nice. Attack Rating, den kann ich noch verkaufen. Einer mehr und es wären wir auch ein großer geworden. Wobei. Gehe jetzt noch mal kurz hier runter. Weil beim ersten Spieldurchgang hätte ich ja gerne alle Quests gemacht und auch alle Teleporter gefunden. Haben den echt schnell gefunden vorhin. Na dann ab in die ferne Oase. Wo es ein Champion war, habe ich den mit zwei oder drei Hits gerade gekillt. Das war ein Ludgola Interportal. Ich dachte für eine Sekunde, das bringt mich in irgendeinen optionalen Schatzraum. Chainmail.
Was hat er an? Er hat Blindmail an. Die Splitmail ist auch das Größte, was man im zweiten Akt finden kann, was den Grundwert angeht. Die ersten Spinnen. Wir sind. Müssen auch, glaube ich, jetzt als nächstes in die Spinnenhöhle. Nicht Spinnen. Ja doch. Wurmhöhle. So, 12 Mana kosten 151. 12,5 und 85, also halb so viel. Aber dafür Gebietsschaden. Da ist auch unser Diamant. Die war irgendwie buggy im Baum. Muss gleich mal gucken, ob es hier auch Bonuserfahrung gibt, wenn man im Kopf einen Rubin drin hat, wie es bei D3 der Fall ist. Der hält echt gut aus, muss man sagen. Not enough mod. Ja, die. Ich habe ihn ja sogar dabei.
Wer war denn das? Bull, ja. Zwei kleine machen, drei kleine machen 35 und ein großer 100. Das ist doch eine schöne Notreserve. So, da geht's zur Lost City. Ich hatte die Hoffnung, dass direkt ein Teleporter am Eingang ist. Damit habe ich jetzt die Dunkelheit schon getriggert. Ah ja, da ist er doch. Und hier ist auch der Teleporter. Da ich recht voll bin, gehe ich mal direkt zurück. Stay a while and listen. Vierundsiebzig. Put that to good use. Put that to Ah, good da sein use. Level Up ist halt sogar bei 61 bis 100. Damit wird doch schon ganz schön stark hier, mein Freund. There's no trouble a mug can't cure. I've been approach and let's trade. Noch ein Level und wir haben den Blizzard, ich freue mich drauf. Und das wird lustig. Also für meinen Skill und wie viele Gegner ich auf einmal treffe, ist es gut hier. Oh, gleich den zweiten gefunden, sehr gut. Aber hier sich in dem Irrgarten zurechtfinden, das war immer tricky. Ah, da sind sie. Ich hatte schon gewartet. Ui, so viel Blaues. Also ja, ich habe auch ein bisschen Magic Find dabei. Kann gleich mal gucken, wie viel wir inzwischen eigentlich haben. Auf die beiden Ringe, das ist gar nicht mal wenig. 21. Ich hätte aber noch mehr. Ich hätte noch. Plus 4, also 25, plus 13, also 38, plus 6, 44. 44 würde ich schon kommen bei dem nächsten Boss-Run. Könnte das ein bisschen was bringen? Warum lässt du mich alles alleine machen? Sagen, das dauert ganz schön lange, aber das sind schon Elite-Pack. Ach, da fällt mir ein, man kann doch auch Dinge jetzt hier drinnen noch lagern. Daher gehe ich mal noch ein Stück weiter. Hey Stefan, die Nase. Not enough.
Alter Hase trifft's eher. Auch wenn ich sagen muss, dass ich D2 seit 12 Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber damals nichts anderes auf LAN-Partys und Co. Aber ich merke echt, wie man doch raus ist aus dem Spiel. Maximum Damage. Und es spielt sich auch ein bisschen clunky, muss ich sagen. Alleine, dass man jedes Stück Gold selber aufheben muss, ist wirklich ein bisschen nervig. Unser erster Diamant. Maximum Stamina. Maximum Stamina. Also sowohl der kann weg, als auch der... War ja noch was. Momentan habe ich eigentlich nicht so die Verwendung für Gold. So eine Situation ist es wieder gut, dass ich mit dem Eisblast rumlaufe und nicht mit dem Gletschernadel. Weil die Gletschernadel trifft ein Ziel und explodiert dann. Die Eisnadel durchstößt das Ziel und trifft weitere. Und gerade in so engen Gängen ist das jetzt natürlich besser. Ach, hey, Trap. Gar nicht gesehen, dass du auch geschrieben hattest. Na, bist du durch mit deinem Stream? Apropos Oldschools, Trap. Wie alt bist du denn? Bin echt gespannt, wie der Dureal Run dann läuft. Wenn ich früher es geschafft habe, nicht zu sterben, dann meistens ist es mir bei Dureal dann doch gelungen zu sterben. Bisher bin ich auch noch bald frei. Achso, immun gegen Kälte. Haha. Dann muss mein Buddy das machen. Soll ich denn Antidot? Sehe keins. Ach komm. Death of the Kings. Gar keine Lust, das Anschein zu sammeln. Der gute alte Deckard. So, fehlt nur noch die Spitze. Schlangenviper-Tempel. Schlangenviper-Tempel, 2 Quests. Ferno-Oase. Nee, ich glaube. Da bin ich mit dem Teleporter besser dran. Hatte damals mit einem Kumpel zusammen Schule geschwänzt und das LOD-Addon direkt zum Release gekauft und nur gezockt. Das erinnert mich an ähnliche Sachen, die ich so gemacht habe. Als wir auf Arbeit nichts zu tun haben, habe ich meinen Kumpel nicht das dann auch gespielt. Aber da durften wir auch zocken, wenn nichts los war.
War auch eine Computerwerkstatt, also es war irgendwie nicht weit hergeholt. Dass die Remake nicht eine erste siebte oder früher machen wird. Ja, irgendwie ist es halt ungewiss. Ich habe gestern schon mit Trap drüber diskutiert, ob es nicht auch vor Weihnachten kommt. Schön wäre ja Weihnachten Diablo 4 und ein halbes Jahr vorher Diablo 2 Remake. Ich glaube ja, wenn Blizzard das so ein bisschen abpasst, dass es nicht direkt zeitgleich machen mit der PoE-Season. Weil die PoE-Community ist ja inzwischen, glaube ich, sogar größer als die Diablo-Community. Und mit jeder Season wird das mehr, im Gegensatz zu Diablo, wo es mit jeder Season weniger wird. D4 warten wir noch 2 Jahre. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, sie haben das ja schon letztes Jahr geleakt, die Informationen bei der BlizzCon. Dieses Jahr wieder ein paar Informationen und dann nochmal 2 Jahre warten, sprich sie reden über 4 BlizzCon, nichts anderes als über Diablo 4. Das glaube ich nicht, das wäre too much. Also allerspätestens 2022. Länger, glaube ich, warten wir nicht mehr. Wenn doch, haben sie sicherlich um einige Spieler an dann PoE oder andere Alternativen verloren. Ich wusste, dass Akt 2 giftig sein wird, aber ja, ich sollte mir vielleicht noch ein paar Heiltränke reinpacken. War doch immer so, von D2 auf D3, 11 Jahre. Ja, aber das war auch noch eine ganz andere Zeit und du siehst ja auch, was da für ein Grafiksprung war. Heute ist 4K ja nichts Neues mehr. Und auch 3D-Engine-Programmierung ist jetzt auch ein alter Hut schon wieder, also ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird. Und wenn ja, schießen sie sich ins eigene Bein. Aber gut, das haben sie ja eh mit Activision und Co. Dagegen habe ich definitiv auch nichts. Oh yeah. Danke dir, Stefan, für dein Follow. Stay while in this. Na hier komm, Antidot nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. Lost City. Nee, ich glaube hier gibt es eigentlich nichts, oder? Hier habe ich nur die Dunkelheit getriggert. Ah, wahrscheinlich ist es oben, wo es weitergeht. Oder ich bin zu weit außen. Ah, immerhin der Teleporter, das ist schon mal nice. Verlasst. So langsam bin ich aber echt wieder drin in der Steuerung. Ich freue mich auf die neuen Cinematics. Die auch früher schon mega waren, haben nicht verstanden, warum von D2 noch nie was verfilmt wurde. Ja, stimmt eigentlich. Diablo, Warcraft und WoW ist ja quasi irgendwie eine Verfilmung. Dex und Mana. Gut, wegen dem Namen Mana wird es interessant.
Stealth-Tal Ith in Brust? Nee, ich habe noch eine. Ja, wobei die Brust habe ich erst Anfang des Aktes aktualisiert, aber ich bin noch echt raus, was die Runenwörter angeht. Wobei ich auch noch gar nicht so viele Runen gefunden habe. Was macht Tal Ith? Einzige Runenwort, was ich nie vergessen konnte, war Ralortal, was ja auch ein Magier-Runenwort war, wenn ich mich recht entsinne, für einen Stab oder so. Mana Regeneration und Laufen. Das klingt ja super wichtig. Und Faster Cast Speed noch und Hit Recovery. Alter, das ist ja ein Sechser im Lotto für meinen Hit. Ich habe gleich Level 24 und bin endlich Blizzard. Ab Level 17 die Startbrust. Krass. Aber gut, ab Level 17, da hast du ja noch keine Runen in der Regel bekommen. Also meine ersten Runen kamen tatsächlich im ersten Akt schon. Da ist es. Aber ja, nicht so, dass ich gezielt irgendwie was machen konnte. Aber wir können gleich mal gucken, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Habe ich alle in der Kiste. Das ist auf jeden Fall ein super Hinweis gewesen. Dam, dam. Da, 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 da. Im Radius 4,6. Aber gut, macht noch kein Damage. Das heißt, ich spiele erstmal noch weiter, bis ich. Kostet auch doppelt so viel. Bis ich mehr habe. Leben. Ich spiele gerade Singleplayer. Kann ich den Charakter nicht dann im Online-Modus auch benutzen? Früher ging noch das, glaube ich. Oh, könnten wir mal wieder ein paar Tränke mitnehmen. Heiltränke. Zweiten Ebene müsste wieder ein Teleporter sein, aber vermutlich teleportiere ich mich vorher schon zurück. Aber in Singleplayer kannst du Play as X anmachen, also Play as 8 zum Beispiel, und es simuliert 8 Spiele, so also gibt es mehr Loot und EP. Ich spiele seit Akt 1 auf Play as 8, weil das wusste ich noch von früher, von LAN-Partys. Deswegen bin ich auch schon Level 24, obwohl ich noch Akt 2 Anfang bin. Bin, glaube ich, mit Level 20 oder so rüber. Hab dann aber Andaria noch ein paar Mal gemacht. Weil Loot. Hab auch zwei letzte Sachen bekommen, aber beide sind nicht für mich gewesen. Kann ich dann auch gleich mal in der Kiste zeigen. Sackgasse. Bin heute echt wieder Sackgassenbock. Den ganzen Tag schon. Oh, Schädel. Ich glaube, es heißt Zeit zum Zurückgehen. Stay a while and listen. Stay a while and listen. Vielleicht gibt es ja in Diablo 4 storymäßig was, womit man. Ja, oder Mana?
womit man Nekromantie betreibt und den guten alten Deckard wiederholt. Da wäre zwar ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll. Vage? Achso, ist schon. Aber irgendwie würde es ganz nice sein. Ein Diablo ohne Deckard ist wirklich, ist irgendwie seltsam, muss ich sagen. Extra Gold vom Monster. Habe ich, glaube ich, keine Verwendung für. So, Schädel dort. Bin dafür, in Diablo ist nie jemand richtig tot. Ich tippe darauf, dass wir ihn wiedersehen. Vielleicht wird sein Geist beschworen. Oder sowas. Ja, mit dem Geist könnte auch sein. So wie wir es im dritten in Diablo 3 hatten mit. Jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen dieser, der ins Seelengefäß dann musste. Auch im Wüstenakt, auch im zweiten Akt. So. Habe ich schon wieder vergessen, wie das Runenwort heißt. Schreib es mir bestimmt nochmal, sonst müsste ich jetzt den Chat hochscrollen. So, was habe ich hier noch? Das waren meine beiden Leggy-Sachen, die ich bekommen habe: Lead Crow, Crossbow und eine Death Spade Axe. Und genau, mit diesem Schild bin ich so Endgame auch rumgelaufen, habe ich irgendwo in der Kaserne gedroppt bekommen. Aber dann habe ich irgendwann das hier bekommen. Ach ja, das habe ich, glaube ich, auch bei Andaria bekommen. Und das habe ich jetzt eigentlich auch nur drin, weil es halt Defense-mäßig ganz gut ist und ich nichts Besseres bisher hatte. 20 Leben, 30 Defense, das macht schon viel aus. Und das war halt auch nur Defense. Gut, Poison Length Reduction wäre jetzt natürlich gut. Aber dafür ist das andere besser. Tal F. Tal plus F in eine Zwei-Sockelbrust. Ah, sollten cool, genau, den meinte ich. Ja. Diese große Truhe nochmal eine Extra-Mod. Ist diese große Truhe. Na, das hier ist mit diesem Plugin, was ich dir erzählt habe. Und in dem Guide von dem Project Diablo 2, da steht auch Plugin drin. Aber ich glaube, ab Schritt 7 heißt es, entweder du hörst hier auf oder du installierst noch Plugin. Und dann wurde dir auch eine Anweisung gezeigt, wie Plugin geht. Durch Plugi hast du jetzt hier noch, dass du halt mehrere Inventare hast, durch die du durchscrollen kannst. Ich glaube, das ist so der Main Fact davon. So, Tal habe ich, eine Eld, eine Ith und eine L. Und ich brauche eine Eth. Das ist doch aber sicherlich aus 2L oder so. Oder aus Eld, die nächsthöhere, ich weiß gar nicht. Was ich auch noch nicht verstanden habe, ist Quantity 1. Eld, Eld. Warum ist da so ein Sternchen drin? Cube to swap between stockable und nicht stockable version. Das heißt, da rein und dann was? In der stockable version. Okay, das ist nicht die stockable version. Das ist aber scheinbar auch nicht. Achso, die müssen wahrscheinlich alle dieses Plus haben. Dann kann man es aufeinander machen. Ech ist Nummer 5. Achso. Ja, na dann weiterspielen und schnell Runen sammeln. Bla, wie bauen. Ich habe auch Wärme erst einmal geskillt. Das ist ja auch Mana Recovery. Rate in which you recover Mana and grants passive attack rating. 42% besseres Mana Recovery. Und dann noch mit der Hose nochmal plus 25. Ich weiß nicht, ob das multiplikativ ist, aber selbst additiv ist es ja schon nicht wenig. Die haben reingehauen gerade. Im wahrsten Sinne. Ist Tierruhen in Sockel, bekommt man 2 Mana pro Kill.
Das klingt super, weil ich habe hier einen super geilen Orb, der schon 5 Skills drauf hat, die ich auch alle brauche. Und habe seitdem auch nichts Besseres gefunden. Der hat halt 2 Sockel frei und ich weiß halt nicht, was ich damit machen soll. Denn die normalen Rubine, also die normalen Edelsteine reinmachen, hat ja eigentlich keinen Effekt, weil alle die, die irgendwie Flat Damage drauf machen, wie Feuer oder Wasser, Eis, Blitz, da habe ich ja nichts von, weil das zählt ja nur für Physical Damage, soweit ich weiß. Ich glaube, nur die Charms, die Adds Damage machen, die sind global. Sprich, das zählt auch auf Zauber Damage drauf. Cold Damage und Fire Resistance. Muss aber auch zugeben, dass ich inzwischen eigentlich nur noch gelbe Sachen einsammle und blaue minimal, na gut, blaue eigentlich schon. Und auf Graue gar nicht achte, aber Graue sind ja hier die gesockelten, ja. Oh, das war gerade riskant. Blow und Help an der Tür stehen und davor auch noch mal ein Pack haben. Guck gleich, was ihr geschrieben habt, wenn ich irgendwann mal wieder safe stehe. Aber der tankt dort alles weg eigentlich. Jetzt. Kannst du stacken, aufeinander legen, was am Anfang auch hilft? Ja, genau, würde funktionieren. Sorry für die Enttäuschung, aber die Plus-Damage-Charms bringen deinen Skill nichts. Echt? Der Damage wird auf deine Waffe gerechnet beim Zuhauen. Ach, okay. Na, dann packe ich das mal raus, weil dann habe ich auch wieder mehr Platz im Inventar. Also gut zu wissen auf jeden Fall. Hab mich auch schon ein bisschen gewundert, weil ich die Vermutung hatte, da müsste es ja hier auch stehen. Aber da passiert halt nichts. Auch nicht die mit Maximum Damage? So. Pack die mal in die Kiste, falls ich doch mal irgendwann einen anderen Charakter spiele, dann freut der sich, wenn da schon was ist. Oh, da ist es. Wo ist denn die Bossweiber? Ah, okay, da. Den Boss habe ich auch manchmal gefarmt damals. Bin ziemlich nackig. Was Tränke angeht. Weil dieser super seltene Bolzen mit drin lag. Who would have thought that such primitive beings could cause so much trouble? Na dann, ab in die Stadt. Hello, the vibe. I've been good day. Good day, my friend. There's nothing the right portion can't cure. Wenn man hier. Der heißt Glazed Orb. Also auf Orbs muss ich echt mal achten. Ich hatte am Anfang auch echt gedacht, weil das ein Orb ist, also weil das ein kleines Einhandsch Waffe ist, dass man davon gleich 2 tragen kann, aber ich kann als Mage echt nur noch ein Schild in der zweiten Hand haben, oder? Energy und Mana. Energy, aber der hat viele Resistenzen, ja. Der wäre ansonsten nett gewesen.
Aber da weiß ich auch echt nicht mehr, wie das mit der Relation war. Also mit Relation meine ich, wie viel wichtiger Defense ist oder Life im Vergleich zu Resistenzen. Aber das sind ja schon fast 10 pro Element. Das ist ja schon nicht wenig, glaube ich. So, machen wir erstmal das hier. Tadadada. Ach so, ich glaube, ich bin früher sogar mit dem Stab rumgelaufen eine Weile. Aber nee, das ist Attack Speed. Life Mana Cold, Lightning Fire Resistance, Poison Resistance und Attack gegen Undead. Ah, da liegt ja noch was. Zweitbelegung ist gar nicht mal schlecht, dann habe ich ihn immer bei mir. So, was haben wir hier noch? Faster Cast Rate, der kommt auf jeden Fall in die Kiste. Zu meinen Artefakten. Nee, das nicht. Achso, nee, stimmt. Bei den Amuletten hatte ich nur Damage. Wobei, wenn der Damage nicht zählt, dann brauche ich auch sowas nicht im ausgerüstet haben. Aber vielleicht ein anderer Charakter. Resistenzen und Cast Rate. Und das waren hier Ringe mit Cast Rate, Ringe mit Damage und Mana und Mana After Kill, genau. Und die hebe ich auch wegen Magic mit Magiefund Bonus. Genauso wie das da. So, was hast du geschrieben? Defense kannst du ignorieren. Okay. Zwei Waffen gehen nur mit Barb oder zwei Klauen mit Assassine. Schade. Ich habe ein Mädchen mit zwei Stäben. Hätte ich auch noch nie gesehen. Wäre merkwürdig. In PoE geht das. Hast schon 20 Castrate? Nee, habe ich sicherlich nicht. Ist gerade gar nicht. Faster Hit? Nee. Attack Speed? Faster Castrate 0. Ich habe halt eigentlich relativ nette Ringe, die auch Magic Paint haben. Mit Resistenzen und, na gut, Stamina ist egal. Restoration Lost, Magic Defense Reduction, Magic Schaden Reduction, die auch Attack Rating und die sind nicht mega, aber ich habe sie halt wegen dem Magic Paint drinne. Nimm einen Ring und ein Amulett. Okay. Und das Amulett, da habe ich halt auch eins mit Magic Paint drinne. Aber gut, dann mache ich das erstmal raus. Und das rein. Und hier das. So, Stamina brauche ich nicht, ein Stärke ist nichts, aber 20 Cold ist natürlich was. Und Duriel macht Cold. Den bleibe ich mal drinne. Der hat. Ja, dann nehme ich den raus. So, aber wir wollten ja noch was anderes machen. Wir wollten die Charms wegpacken, genau. Okay, Maximum Damage habe ich keinen Vorteil von. Lightning Damage habe ich keinen Vorteil von. Fire Damage habe ich keinen Vorteil von. Stärke und Mana, da habe ich einen Vorteil von. Maximum Damage. Cold Damage. Dex brauche ich zwar nicht, aber 15 Mana finde ich momentan nicht verkehrt. 13 Leben ist nicht verkehrt. Lightning war hier. Ne, das war Fire. Das war Lightning, ja. Vor allem, das ist ein kleinerer und der macht mehr Lightning Damage. So, Attack Rating brauche ich glaube ich nicht. Und Stärke ist jetzt nicht so wichtig. Cold Damage war der untere. Cold Resistance, aber dafür lasse ich mal drin, ist ja auch nur ein kleiner. Naja, habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Nimm einen Ring und einen Amu, habe ich. Wird zum ersten Mal schneller mit Casten. So, ich habe auch noch 15 Punkte. Mache ich mal 5 da und 5 wieder hier. Take the stuff into Tarashas Grab. Talk to Drognan. Wir müssen ja noch das richtige Grab finden.
I've been research. Ask and learn. Look for Arcane Sanctuary within the palace. Ach, das war hier. Ich habe mich gerade auch gewundert, wo es weiterging. Aber ja, das war ja hier drinnen. Und Palace Stufe 1 sogar ist der nächste Teleporter. When the trouble I have heard of. Welcome to. Aber nee, stimmt. War nicht gleich die nächste Ebene, weil man musste ja erst durchs Harem durch. Ich weiß noch, wie ich damals meinen Totenbeschwörer hatte. Mit der Armee von Monstern und man kam nirgends mehr durch. I need mana. Sehr schön. Not enough mana. So wenig Gegner, hier kann ich gerade richtig schnell Progress machen. Fällt schon auf die 20%. Zum Nachteil meines Manas. So, es können gerne mal ein paar Runen kommen. Ich möchte jetzt gerne dieses Runenwort in meiner Brust haben. Ja, an das Gebiet musste ich auch gerade denken, als ich an meine Zeit mit dem Totenbeschwörer denken musste. Weil genau hier kam ich durch die Gänge nicht durch mit meinen ganzen Skeletten und Skelettenmädchen und Blutgolems und was man nicht alles hatte. Für meinen Mage ist es jetzt natürlich super, sich hier durchzubolzen. Das haben Spiele wie PoE echt gut gelöst. Da hatte ich auch mit Mars Minion Bild mal gespielt und ich glaube, da hatte ich 63 Minions oder so. Die behindern halt einen nicht. Man kann halt durchlaufen. Das ist halt mega praktisch. I need mana. Aber krass, Akt 1 habe ich 3 Stunden gespielt. Aber da habe ich auch fast jede Ecke mitgenommen und jeden optionalen Dungeon. Einfach mal aus Nostalgie, um mal wieder reinzukommen. Hier bin ich ja jetzt. Ah, gut, mein Skill-Level ist jetzt ja auch höher gewesen. Relativ gut durchgerannt. 1,5 Stunden und wir sind fast durch. Aber ich merke, dass mein Mercenary, mein Söldner auch gerade ein bisschen blöd rumsteht und hängen bleibt ständig. Okay, die Seite war schon mal falsch. Die
glaube, ich habe gerade Bolzen aufgesammelt. Bringen wir mal schnell weg. Excellent. Portman ist ja wieder neben dir. Ja. Good day. Aber da ich Portman leider nur auf Level 1 habe, Ach, scheiße. Was hatte meins? Jetzt Damage ist egal. Blockschaden ist eigentlich egal. 30 Defense und 20 Life. Das ist eigentlich das. Oh, aber gut, der wäre auch langsamer gewesen. Ich will nicht langsamer laufen. Deswegen trage ich auch nur eine Lederrüstung. Ich will keine Kettenrüstung tragen. War jetzt also nicht schlimm. Da ist nichts drauf. Dex und repariert sich selbst. Gold hebe ich mir nicht auf, Stärke hebe ich mir nicht auf. 10 zu Mana. Und der hat 3 Defense. Aber Defense, hast du gesagt, ist komplett egal. Drei Defense für 3 Inventory Slots. Ich hatte damals aber auf jeden Fall mehr Probleme, würde ich meinen. Aber gut, ich laufe ja auch seit Akt 1 mit Players 8 rum. Dann ist ja auch klar, ich bin halt schon ein bisschen overpowered. Wenn ich bedenke, dass Trap, was hat er vorhin gesagt, Level 31 war, als er dann in Akt 1 im Albtraum-Modus angekommen ist. Das werde ich sicherlich toppen. Ich bin ja jetzt schon 24 und ich habe noch 2 Akte vor mir. 3. Ein Flawed-Schädel. I need my mama. Beide haben. Ach nee, doch nicht. Das andere war ein Mana-Potion. So, verteidige mich mal. Ich wollte mal kurz. Tränke-Management machen. Static Field. Bisher nicht. Life of Enemy near. 25%, okay. Ich gehe halt 20 Punkte auf Blizzard, 20 auf diese Gletschernadeln, 20 auf den Eisblast und 20 auf Eisbolt, bin ich bei 80. Auch eins hier 81, 82, 83, 84, 85, 86. Bleiben noch 13 Punkte übrig. Teleport wäre natürlich noch gut, wenn man da ein paar Punkte drauf macht, damit der nicht so teuer ist und Mana verbrennt. Und Wärme, ein bisschen mehr Mana-Rack wäre eigentlich auch noch ganz nett. Der Blizzard kriegt durch Ice Bolt und Glacier's Beak. Eigentlich durch alle drei. Bolt, Blast und Spike. Okay, das wundert mich gerade. Vielleicht haben sie es rausgepatcht, vielleicht war der den zu stark. Ich hoffe nicht. Achso, nee, und das hier unten, Cold Mastery, muss natürlich auch noch rein mit 20, weil das macht auch nochmal 115% dazu. Was habe ich gesagt? 80, 20, 40, 60, 80, 100.
1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich glaube 112 Level hat man zum Verteilen. 25 Max HP und Health 50 Max HP. Hm. Greater Mana, mein allererster. Okay, Weg Nummer 1 war komplett wasted. So, links, rechts oder oben rechts, ihr entscheidet. Must have sorcery skill. Static Fetus. Sag mal, das weißt du ja bestimmt. Wie kann ich mir hier Hotkeys draus machen? Weil ich kann ja nicht nur mit einem links und rechts und dann immer hier händisch reinklicken, um den Skill zu wechseln. Normalerweise müsste ich auch die ganze Zeit mit der Shiva Armor und meinen Beacon of Cold Enchantment drauf. Banks S Blood F1 F8. Das muss ich drücken, wenn ich das angeklickt habe, oder was? Ah, okay. Sehr gut. Dann mache ich mal. Aber hier kann ich nur. Kann ich nicht alles machen. Dann mache ich hier. 3, 4, 5. Dann ist das 3, das ist 4 und das ist 5. Maus drauf, das Source ist OP wegen dem Static Field. Hm. So, da keiner was geschrieben hat, glaube ich jetzt hier lang. So, das war ein spezieller, hat mich schon gewundert. Portalschrein. Es kommen aber auch echt viele Edelsteine in letzter Zeit. Und das, obwohl ich eigentlich gerade lieber mal ein paar Runen hätte. War gerade gefühlt meine erste verschlossene Truhe. Ist schon wieder voll. Immer unterbrochen werde. Und wieder Sackgasse. Schade. L-Rune, aber leider brauchen wir eine andere.
Good to see you. Good evening. Good evening. Leib und Mana. Ich könnte jetzt schon umwandeln. Wobei, ich will mir erst umwandeln, wenn ich mindestens 3-4 von jedem habe, weil manchmal braucht man ja auch die normalen Formen, wenn ich mich nicht irre. Yay, der nächste Markt. Schade, eins fehlt für den verbesserten Graf hier. Aber damit kriegen wir unseren nächsten Toppers. Und ich packe mir das jetzt mal hier rüber, damit der Weg kürzer ist, wenn ich was in den Cube packen will. Okay. Nimm deinen Wegpunkt, das ist schneller. Dankeschön, das ist ein guter Hinweis. Aber ich gehe trotzdem nochmal zurück und verkaufe das Zeug, was da war. Das war nicht mein eigener. Wobei für 3000 Gold nochmal zurücklaufen, das hat sich jetzt auch nicht gelohnt. Vielleicht mache ich ab Akt 3 dann weiter, dass ich nur noch gelbe Sachen aufsammle. Ach nee, das ist der Weg, da habe ich keine Lust drauf. So. Dann mache ich mal das Static Field. Das wollte ich nicht. Ist das um mich herum oder auf dem Boden platziert? 5 Sekunden, Light Resistance, Mana Cost. Okay. Bis dann, Trappy! Stamina, geil! I need mana.
Ja. Auch falsch. Krass, ich hab 3 von 4 Wegen. Echt Pech gehabt. Da war eine Rune, man hat sie aber nicht gesehen. Da ist er wieder, eine L-Rune. Dass die Items sich auch immer wieder umwandeln. So nervig. I can't carry anymore. I can't. Impossible. I am overburdened. Okay, ich schaff's trotzdem nicht. Good day. Good day. Stamina. Lawless. Weiß nicht mehr, was es auf Deutsch war. Jetzt kann ich mal gucken. Geht gar nicht. Ich dachte, manche konnten auch gewertet werden. Na dann den letzten Weg noch machen. There's nothing the right portion can't cure. Wird einfach die Ebenen skippen. Ich wollte gerade sagen, es gab doch einen Weg, wo man nicht durch diese Gedanken kommt. Rücktrauen kriegt man aber auch echt hinterhergeworfen. Und so schaue ich mir mal Helm an. Okay. Da ist es.
Eine Tierrune, das war doch die fehlte, oder? Ach nee, es war eine F-Rune. Ja, und so kam man ins nächste Gebiet. So, aber ich glaube, ich muss mal in die Stadt. Und die Town for more information, genau. You must, I hope, hello. Go into the town for more information. Musste nur mit Deckard reden. Life and maximum stamina. Ach ne, Tier waren die, wo du meintest mit. Die man sich mal eine Waffe packen kann. Was heißt denn Struck? Cast Level 4 Charge Bolt when struck. Wenn ich getroffen werde, oder? Ne, die sind schlechter. Hau die in deinen Stab, die Tier. Ja. Damage geinstandet. Attack Rating und Lichtradius. Boah, die ist ja geil. Aber ne, die Ringe sind dann ja trotzdem nicht zu gebrauchen. Na dann holen wir uns mal das richtige Portal, wenn du getroffen wirst. Ja. Ich weiß noch, zu LAN-Party-Zeiten, wo wir einfach aus Spaß alle Dungeons mitgenommen haben. Einfach aus Trainingszwecken. Sources OP wegen Static Field. Ach, das kam von dir, S-Blatt. Sorry, I didn't saw it earlier. DP fahren. We can talk in English. Ja. Also, habe ich schon wieder diesen Bug, dass ich... Ah doch, jetzt ist meine Maus wieder da. I will automatically speak in German, but yeah, if you have any question or something to say, you can do it. But don't... Do not wonder if I speak German. So, wir haben diesen Kreis mit dem... Sind aber auch viele. Oh, da kam eine Eldrute mit raus. Drück mal Q. Ich weiß ja, wo lang. Suche es nur gerade. Das da. Ans Fisch rein. Natürlich nett. Also eine Masse von so Skeletten stehen, das macht auf jeden Fall keinen Spaß. Irgendwas aufgesammelt, was ich nicht sammeln wollte. Sechs zu leben. Die Monsterdichte ist hier echt riesig.
Kein Wunder, dass wir damals hier so viel trainiert haben. Ein bisschen Panik. Aber manchmal backt man auch irgendwie rum und wenn ich dann irgendwie 10 Attacken abkriege und immer unterbrochen werde mit meiner, dann habe ich ein hohes Risiko zu sterben und das will ich nicht. Ich will das Spiel ohne Sterben schaffen. Aber ja, in so einem Moment vergesse ich dann immer, dass ich mich auch noch teleportieren könnte. Genau, Stefan, du bist jetzt mein Übersetzer. Ist zwar overlevelt, aber bei Duriel ist ein Frosttrank nützlich. Ich werde bei Duriel auf Player 1 nochmal runterstellen. Und dann mache ich weiter. Mein Equipment ist halt echt nicht gut. Ich habe halt einfach nur den Level-Vorteil. Oh nice, hier ist es ja schon. Direkt den richtigen Weg gefunden. Helm hast du auch gesagt, sollte ich mal mitnehmen, ja? So, ich mache aber nochmal, leider nur einfach gesockelt. So ein Zweier sollte es ja mindestens sein, ja. Und das Schild, schau das an. Okay. Dann will ich das Schild gleich auch noch. Gold. Dex und Poison, nein. Ah, hier habe ich sogar mir eine Zweier schon mal in die Kiste gepackt. Lol, das hätte ich die ganze Zeit machen können. Warte mal, ich hole mal das Schild noch. Oh, der Uhr an, super Resi für den Anfang. Ach ja, es fehlte ja immer noch, das war ja das Problem. Okay, das Schild ist ätherisch. Übrigens, von Akt 1 habe ich auch noch das übrig. Damit wird auch ein Item blau. Das zieht ja auch hin ins ein graues, gesockeltes, richtig? Das heißt, wir können mit einer nächsten geilen Rüstung, die wir finden, das Runenwort drauf machen, sofern wir denn dann noch die eine Rune noch finden und das dann verzaubern, oder? Weißes Item mit Gelb.
See you. Auf jeden Fall noch ein paar Tränke. Aber ich nehme mal bei Players 1, sollte das jetzt nicht der Hit werden. Der gelbe wäre der Frostresi-Trank. Roaring Potion habe ich, glaube ich, nie benutzt. Ja, denke auch, dass es kein Problem sein wird. Kann ich dich porten hier? Was ist ja gemein. Also auf Players 8 wäre das sicher mal gut gewesen. Leggy Boots. Und vier gelbe Sachen. Dankeschön. Türe. Dankeschön. Da sind sie. Faster Run and Walk, das ist natürlich geil. Leap and Leap. To Leap and Leap Attack. To Leap and Leap Attack Movement Speed. Achso. Mana Stone per Hit, das ist ja geil. Aber Hit ist Nahkampf, glaube ich, ja. Und den ich kriege. Oder den ich mache. To Open Wounds, to Leap. Baba, oh nee. Okay, es sind fast alles Nahkampfattacken, aber alleine wegen dem Faster Run ist natürlich gut, ja. Meine haben gar nichts eigentlich. Da ist nur ein Stacks drauf, das war's. Aber sag mal, per Hit ist wirklich für Nahkampf, oder? Schon mal ganz kurz was zu trinken? Schreib schon mal. Wieder da. Die 3% bringst du dir nur, wenn du zuschlägst. Okay. Das heißt, hier ist effektiv nichts drauf, außer 10 Defense und 20 Mana und Poison Resistance. Wobei Defense kann ich auch vernachlässigen. 20 Mana ist natürlich nett. Was haben die hier? Oh, Magic Find. Und Selbstheilung. 23 Feuer. Feuer ist jetzt wiederum mehr gut im dritten Akt. Dex ist wiederum egal. Also tausche ich Magic Find und Fire gegen Mana und Gift, wobei Gift auch wichtig sein wird im dritten. Kann der das eigentlich tragen? Nee. Soll ich nur diese Piken tragen, ja. Aber ich müsste im nächsten Akt ja auch den neuen Typen kriegen. Nimmt sich nicht viel, achso.
Und der hatte einfach nur Defense. I'll put that to good use. I'll put that to good use. Ich dachte mal, er wird eher stärker, weil er ist ja Nahkämpfer. Und dann nehme ich die. Wenn du auch sagst, es nimmt sich nicht viel, dann habe ich ihn wenigstens dadurch noch gepusht. I'm sorry. Welcome to my shop. So, na dann gehen wir erstmal zum nächsten Akt. Muss auch wollte eigentlich reparieren, das habe ich gerade ganz vergessen. My ship is yours. Nee, ich muss ja vorne mit dem Typen sprechen. Shift, Klick und es ist im Gürtel. Das habe ich schon mal gemacht. Never fear. Und dann waren die Items weg. Ich vermute, das lag daran, weil ich da noch einen Gürtel hatte, der nur hatte. Der hat das trotzdem in den Gürtel rein, in den imaginären Gürtel zweite Reihe gepackt. Sprich, als ich dann den zweiten Gürtel hatte, dann lag da sicherlich schon was drin. Aber ja, gut zu wissen, ich versuche es beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Und jetzt zu Mayshift, okay. Shift links. Was ich noch überlege. Da kannst du mir vielleicht auch eine Empfehlung geben, aber wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Geschmacksding. Ob ich hier jetzt den anderen Begleiter nehme. Für mich als Fernkämpfer ist es eigentlich nur wichtig, dass es ein Nahkämpfer ist. Aber gibt es da noch irgendwie was, was wirklich gut ist für einen Sorcerer? Greetings. Also der zwei, Akte 2 oder der, wobei was gibt's denn hier eigentlich für einen, ich weiß gerade gar nicht. Gibt den Barbaren noch? Oh, das war Sackwasser. Die Bogenschütze, den Typen, den Barbaren, den Paladin gab's glaube ich noch. Kommt dann Akt 2 Albtraum. Decker, du auch hier. Ich habe dich gar nicht auf dem Boot gesehen. You now, yes. Wahrheit sein, passt schon. Ja, habe ich mir gedacht. Das geht bin. Ach ja, das war der hier mit dem, der Paladin quasi, ja. Ich finde es krass, dass die jetzt alle Melee-Damage, die Splash-Damage. Ich habe das Gefühl, das ist neu. Das gab es früher, glaube ich, nicht. So. Durch den habe ich noch eine vierte Reihe, ja? Bei dem sind es immer noch drei, ja? Ich habe ja noch Punkte, die ich hier verteilen kann. Hallo. Und meiner macht ja auch nur 4 Mana, den kann man ja gut ersetzen. Tada. So, ansonsten könnte ich meinem Begleiter noch einen besseren Helm geben. Der hat 30 Defense. Und die Rüstung macht 103. Ist mein Begleiter eigentlich auch von so Sachen wie weniger Rennen beeinflusst? 30 habe ich gesagt, der hat 40, 46. Construct, das können wir doch mal machen. Ich habe 382.000, das kostet 12. Und da habe ich schon wieder vergessen, wie viel er da hatte.
103 und sonst nichts. Einundneunzig. Okay, da gibt es erstmal nichts Besseres. Waffe werde ich nicht kaufen, um zu gucken, ob sie besser sein könnte. Aber Hosen und so könnte man mal noch gucken. Wer war denn hier der Hosenhändler? Wahrscheinlich Ormus. Damn it. Good day. Den Gambler habe ich auch noch gar nicht benutzt, fällt mir gerade ein. Als ich gesehen habe, wie die Preise für Ringe und Amulette im ersten Akt war, habe ich mir gedacht, okay, mit dem werde ich eine ganze Weile nicht reden. Aber inzwischen habe ich ein bisschen Geld gesammelt. Ich werde jetzt jeden Tag wahrscheinlich spielen, ja. Ich überlege auch gerade, ob ich den Stream mal kurz resette, damit ich... damit ich mal die Beschreibung ändern kann, weil ja noch Akt 2 drin steht. Da hat er abonniert. Ja, danke schön. So, der hat hier noch die krassen Rüstungen. 157, aber minus 5% mehr. Aber er soll ja auch ein Schild sein für mich. Und die Stärke und Rüstung haben wir alle jetzt diesen Debuff drauf. Ich habe eigentlich nach Hosen geguckt. Also Schuhe und... Gloves, aber irgendwie kauft ihr keine Schuhe und Gloves. Und wir haben auch noch keine Quest, aber ich glaube, die kamen automatisch, wenn wir rausgegangen sind, ja. Nachdem wir irgendwie was getötet haben oder so. Der dunkle Wanderer. Markiere dich. Oh yeah. Hör bei Tech. Vielen Dank für dein Follow. So, einfach weiter doch und dann sollte selbst was kommen. Okay. Also heute Abend nach dem Abendbrot werde ich mit einem Kumpel wahrscheinlich Valheim weiterspielen. Das sind. Ui, ach ja, da fällt mir ein. Bin ja noch auf Players 1. Da ist gerade ein Champion so instant gekillt. Grad. Double X, Large Schild. Nach was suche ich eigentlich bei einem Large Schild? Schon wieder. Stimmt, Grau war ja entweder ätherisch oder Sockel. Wenn nicht auch beides. Was ich gerade sagen wollte, Akt 3 war übrigens mein absoluter Hassakt. Den so gehasst damals, der war halt, es ist halt so labyrinthmäßig und so viele Gifties und was nicht alles. Was arbeitest du? Und Gegner, die weglaufen und klein sind beim Treffen, genau, also viele nervige Attribute. Akt 4 habe ich wiederum total geil gefunden. Und ich glaube 5 war auch cool. I need mana. Die Spinnenhöhle, das war da glaube ich die erste Quest. Auch wenn ich noch keine Quest habe. Schön, schön, dass wir jetzt die großen Mana-Tränke kriegen. Not enough mana. I need mana. Oh yeah. Hey Ahi, 58, vielen Dank für dein Follow.
Gelernter Koch, aber seit Jahren nicht mehr als Koch tätig. Zurzeit in der Pharma, Medizin herstellen, so mit Komplettanzug wie in dem Virusfilm. Nicht Final Destination. Resident Evil hatte ich direkt im Sinn. Ja, zwei meiner besten Freunde sind auch Köche. Aber die sind jetzt auch beide auf Kurzarbeit und was nicht alles. Also da bist du, glaube ich, in der Pharmaindustrie gerade besser dran, als in der Gastro zu arbeiten. Gerne ein paar Level, damit ich mit meinem Blizzard rumlaufen kann. Aber ich merke, so langsam geht's mit dem Mana, vor allem weil ich jetzt auch mehrere Potions im Gürtel habe. Ja, ich verstehe halt auch manche, aber gut, das soll jetzt hier keine Corona-Diskussion werden, manche Aspekte von den Bestimmungen nicht. Immer noch keine Quest. Ich glaube, ich hätte am Anfang da irgendwie einen Gegner noch besiegen müssen. Ich glaube, das ging relativ schnell. Weil die Berserker ja wieder. Oh, da ist eine Ith-Rune. Das war doch die, die fehlte, oder? Nee, Ith war die, die in meine Waffe sollte. Nee, das war Tia. Denn Friseure und Co. droppen ja wieder unter gesundheitlichen Auflagen. Aber dieselben Auflagen sind auch in einem Gastronomiegewerbe drin. Also, seltsam. Aber egal, lass uns nicht darüber reden. Kein gutes Smalltalk-Thema. Geh ja da rein, geh in die Höhle. Ich dachte auch, dass da was war, aber. Das Gebiet ist so riesig, es kann doch nicht sein, dass ich erst in die Höhle rein muss und dort irgendwas machen muss, um dann eine Quest zu kriegen, oder? Außerdem habe ich Angst in dunklen Höhlen. Eine Jadefigur. Ui, ein gelber Orb. So, eigentlich brauche ich hier auch nicht länger drin bleiben, oder? Genau, jetzt muss man ja jedem hier die Figur zeigen. Crazy. Golden Bird. Kane. I've read. Alcor. Boah, ey, das Gift ist echt permanent. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich auch in der Stadt sterben kann. Das war's. Hat 20 live. Von 662, 223 auf. Okay, Maximum ist gestiegen, Minimum nicht. Also nicht in diesem Augenblick. Defense und Dex. So, welcher Typ ist denn das, der mich hier komplett heilt? Die hier auch schon mal nicht. Aber jetzt gibt's Boots. Fireball, nein, danke. Faster Casting, auch nochmal auf der Waffe drauf. Blaze, Static Field, Lightning, aber nichts, was ich brauche. Sechs Leben. Mit 243.
13 Leben, 6 Dex und 15 Mana. Okay, 15 Mana macht sich noch bezahlt. Ich glaube, ich hau das 6 Leben-Ding jetzt weg. Stamina habe ich bisher auch noch keine Probleme gehabt. Das hau ich auch noch weg. Achso, und Schuhe wollte ich dem anderen Typen jetzt geben. Der hat gar nichts mit 8. Also alles mit höher als 8 ist besser. So, 13, 14, 9. Faster Run and Walk. Wenn ich ihm das gebe, müsste ich doch ausgleichen, dass seine Rüstung minus 10 macht. Hey Godus. Genau, das ist PD2. Das ist eine Nebenquest, die dir fehlt in der Höhle. Noch was. Blöder Zufall. Merk, kann keine Stiefel tragen. Hat er denn eine Stiefel? Er hat doch Stiefel. Merk kriegt minus 10 wegen dem. Was bedeutet denn Mool? Ich habe das in dem Discord schon mal gelesen, aber ich habe halt keine Ahnung, was Mool bedeutet. So, und was macht das? Achso, das war das mit dem Damage und Co. Ne, das bleibt drin. Wo die einen anderen Char packen kann. Wo ich Sachen auf einen anderen Char packen kann. Lagergames. Du, ganz ehrlich, das brauchst du nicht. Also ich weiß nicht, ob es geht, keine Ahnung. Aber, gucke mal, die Kiste sieht so aus. Und du hast unendlich viele weitere Kisten. Also du brauchst keine Lagerschars mehr. Good to see you. Sorry. Bei mir sieht das anders aus. Ich spiele auch PD2. Hast du PD2 so installiert nach dem Handbuch? Beim Handbuch wird noch die Mod Plugi erwähnt. Warte, ich schreibe es mal in den Chat. Und direkt aus dem Handbuch der Mod. Ah, jetzt habe ich wieder den Bug, weil ich rausgetappt habe. Da ist meine Maus. Ist auch eine Anleitung, wie du Plugin installierst. Und direkt aus dem Mod gab es auch einen Link zu der Mod. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die macht noch andere Sachen, aber die macht auch PD2, glaube ich, irgendwo. Gitbin in the Flyer Jungle. Aber allein wegen der Kiste ist das super. So, und es gibt tatsächlich keinen Typen, der mich heilt. Hab ich mit Ormus gesprochen? Doch, Ormus. Ah, okay. Und ich wollte mit Ormus noch sprechen und Tränke holen. Hätte mich auch echt gewundert. So, aber du sagst, in der Spinnenhöhle ist noch eine Kiste, die ich holen sollte. Ansonsten wäre ich jetzt nämlich weitergegangen. Spider Forest. Lawyer Jungle, da ist die Hauptquest. Geh nochmal in die Höhle. Ice Spider, Spider Cavern und Floyer Jammel. Na gut. Hallo, die ist daneben gewesen. Aber ich glaube, wir waren eh voll vorhin, ja. Kalims Auge. Okay, aber jetzt hatte ich auch die Quest dafür. So, aber dann kann ich jetzt zum Ausgang und brauche hier nicht noch den kleinen Krams mitnehmen. Noch eine Kiste wird da ja wohl kaum sein. Spider Forest, ja. Der Teleporter könnte jetzt auf irgendeiner Seite sein. Schade, dass keine Musik kommt. Thank you.
Level Up hat mir aber keine. Keine Giftheilung beschert. So, Iceberg Chilling Armor. Finde ich den Mod ist ein bisschen her, dass ich den jetzt installiert habe. Einfach Pluggy bei Google eingeben. Dann kommst du, glaube ich, direkt auf die Seite. Pluggy Diablo 2 oder so. Und dann die Seite hieß auch fast so wie Pluggy. Pluggy.fr oder irgendwie so. Ich glaube, das war eine französische Firma. So, der Blizzard-Schaden. Ich glaube, ich probiere jetzt mal Blizzard auch mal aus. Mal sehen. So, F8 habe ich noch nicht. Eigentlich, weil er so mehrmals trifft. Ach, Need Layer war, glaube ich, optional. Und hier ist auch der Wegpunkt, das ist schon mal gut. Stärke. Nee, brauche ich nicht. In Kombination mit Kiten und meinem Typen sollte das eigentlich schon gehen. Tipps jederzeit. Und Wegweiser gerne, wie gesagt, ich hasse diesen Akt. Aber was heißt die 3? Dass das 3 gesteckte sind oder was? Oder ist das... Sind die einfach durchnummeriert, die Runen? Nee, ist Nummer 3. Die Runen kriegt man ja auch wieder aus dem... Objekt raus, oder? Also auch die Sockel, die Edelsteine. I can't. Geht nicht? Dann noch einen zweiten. Ja, aber dann werden die vernichtet. Ach so, okay. Ich dachte, man kriegt sie komplett raus. Weil das ist zu lang her, das weiß ich echt nicht mehr. Ich hab's gerade probiert, aber er sagte, I can't. Wahrscheinlich wegen dem Modus. Jetzt macht das. 4 Mana und Kill.
Gelbes Juwel. Ich weiß den Gegner nicht mehr wann, ich bräuchte bei ihm mal eine neue Waffe. Wir sind im Chinder-Dschungel. I need mana. Not enough mana. Eine If. Kriegen aber nicht das, was ich brauche. Fisch rein. Plus 3, jetzt bin ich schon bei 40 bis 65. Das war in so einem Nebengebiet, ja. Also nicht auf der Main Road. Okay, aber läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich, mit dem neuen Skill. Da ist eine F-Krone. Das war doch jetzt genau die, die fehlte, ja. Machen wir mal die Gegner und dann beamen wir uns mal zurück. I am overburdened. So, Druide, Waffen, Waffen. Defense Lightning Boost. Könnte es beim Typen gehen. Dann hat er noch eine Chance auf einen Bolt. Ich glaube, er hat ohnehin schon eine Chance gehabt. Faster Run, okay. Dex und Lightning, naja, wobei, ist egal, wegen einer, wegen so wenig Lightning ist jetzt auch nicht wichtig. Mana after Kill, den hebe ich auf. Minimum Damage, die hebe ich auf. Attack Rating, Better Chance, die hebe ich auch auf. So, ist, ah ne, F brauchen wir. Brust erstmal dann Tal, erst Tal, dann F.
13, 12, 6. Mana after kill. Mastercast und Damage. Mana after kill. Okay. Ich würde hier gerade nur noch ein bisschen. Damage, Lightning Damage und Maximum Stamina. So, mit der Hose weiß ich immer noch nicht, ob ich die nicht vielleicht benutze, seit ich in Schuhen. Meine nicht, aber seine Stamina. Kriegt mehr Defense und er kriegt zwei Resistenzen dazu. Schnelle Rennen gehen, schnellere Zauberrate, schnellere Erholung der Treffer, Giftwiderstand 30 bis 15 Mana Regeneration. Okay. Das sind eigentlich schöne Schuhe, aber ich hau die mal weg. So, aber hätte ich die beinahe weggehauen. Ich wollte noch was gucken, und zwar die Tante, die Rüstung verkauft. Ob sie vielleicht was für mich hätte, was auch gesockelt ist. Oder benutzen, weil die ist halt Item Level 10. Wir benutzen die jetzt einfach und verzaubern die dann, oder? Oder soll ich sie erst verzaubern? Der Sockel geht ja nicht weg, oder was sagst du? Muss grau sein, okay. Na dann machen wir es so. Erst Tal, dann es. Runenwörter funktionieren nur so. Achso, das ist jetzt wieder das Ding hier. Tal-Eth, Stealth. Aber nur 10% bekommen habe ich jetzt. Nur den Minimum bekommen, oder was? Maximum Stamina, Poison Resistance, Magic Damage Reduction. Und meine hatte nur Mana und Poison. Na gut, Damage Reduction vom... Und auch das, okay. So, jetzt bin ich gespannt. Defense geht runter, Dex geht hoch, das ist egal. Stamina geht hoch, das ist auch egal. Mana geht minimal runter, aber Poison Resistance geht hoch. Faster Hit Recovery geht runter, Faster Run and Walk geht hoch. Faster Cast Rate geht auf plus 30. Mana-Regeneration geht aber runter sogar, wie denn das? Achso, ne, geht auch hoch. Magic Damage Reduction geht hoch. Poison Resistance geht hoch. Poison Length sinkt. Was heißt FHR? So schnell. Fast Hit. Achso. Schade, dass ich die jetzt nicht noch blau machen kann. So, Gitbin. Und das Gehirn. Im selben Dungeon. Ne, das eine ist im Dschungel, das andere ist im Dungeon. Schnell zu sein. Also krass, wie die 10% bemerkbar sind, ja. Jeweils 25%.
Vielleicht hat es jetzt eine Range. Oder es wurde reduziert. Für alle nur mit diesem Rezept rumgelaufen sind. Kann auch sein. Soll ich jetzt eigentlich noch nach einem Schild suchen mit. Not enough mana. Mit Sockeln? Natürlich bin ich ein Paladin-Schild. Meins hat wie gesagt Blocken, Damage. Okay, nee, das war egal. Defense und Life hat meins. Drei Socke Schild und zwei Socke Helm könntest du brauchen. Was machst du damit? Geld ist mir erstmal nicht so wichtig. Ich nehme nur noch Sachen mit, aus denen ich vielleicht den Nutzen haben könnte. Ich oder mein Begleiter. Hier geht's 100 pro weiter. Wahlurteil. Achso, das war das, was ich vorhin meinte. Champion mit rein. Level up. Hui, der kam mir gerade zu nah. Na gut, gelbe Sachen nehme ich trotzdem noch mit. Level 30. Um 1 geht's hoch, der Damage um 5 und um 9. Na, dann mache ich mal wieder hier und dort. So, was haben wir hier? Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Identitätsverletzung. Warte mal, was ist da passiert? In der A5 bei mir. Lol, was war das denn? Und dafür bekommst du in Akt 5 bei einer Quest spätestens. Weiß nicht, warum man das Wort gerade als Belästigung. Wow. So, Lauer Kurast, aber da bin ich schon zu weit. Aber ich glaube, hier gibt es einen Teleporter, oder? Frage ist nur, ob der direkt hier gleich am Anfang sein wird. Ja, nee, nee, das wusste ich, dass ich zurück muss. Ich wollte eigentlich nur reingucken, weil bei Diablo 3 ist es halt so, dass man kurz reinläuft und dann hat man den nächsten Checkpoint. Damage and Poison Resistance. Aber das ist hier leider nicht so. Tatsächlich ein bisschen Mana-Mangel. Wir suchen immer noch nach dem Gitbin.
Not enough mana. Vermutlich der Wegpunkt wird da sein, wo auch der Dungeon ist. Vielleicht hier. Ja, das ist die Gipfelhöhle, ich erinnere mich. Und da ist der Wegpunkt. Greater Marsh, haben wir was verpasst. Swamp Pit. Aber Swampy Pit klingt irgendwie nicht danach, oder? In the Floyer Jungle, das klingt für mich, als ob es draußen ist. In the Floyer Dungeon. Floyer Jungle. War jetzt, glaube ich, nur der Teleporter. Ja, Random Dungeon schreibst du auch. Der, da habe ich schon gewundert, warum er so viel Damage macht. Bitte auf Players 1 würde es halt auch, würden die einfach umkippen mit einem Blizzard bestimmt. Nicht mit 2, 3, wie es jetzt ist. To the Floyer Dungeon, das klingt doch gut. Vor allem, worauf ich mich am meisten auch mit freue durch Diablo 2 Remake, ist, dass man dann mehr sieht, weil die Höhen sind ja hier echt so dunkel. Ich habe schon gesehen, die Lichtverhältnisse werden ja komplett angepasst. Oder die Darstellung, es ist jetzt nicht, dass sie es heller machen wahrscheinlich, sondern einfach mal die Darstellung. So, ich glaube, der hat nur zwei Ebenen. Oh, Experience. Überfüllt. Hello. Good day. Gehören müsste es sein, ja.
Faster Hit Recovery, das können wir auch mal lassen. Nova, Mana, Cold Resistance. Ne. Mana after Kill und Life, den hebe ich mal auf. Nur Life aber nicht. So, mein Lieber. Der ist minimal zwar 10 schlechter, aber maximal plus 61 plus. Und der hat noch zwei Sockel drauf. Vor allem nur durch den Grundschaden. Das ist heftig. 214 bis 63 und das ist ja 6 bis 21. Da könnte ich jetzt einfach irgendwie zwei Sockel reinmachen. Ein Edelstein, irgendwas. Oder auch einfach nach einem besseren Ausschau halten, wenn es wirklich jetzt der Grundschaden ist. Ich spiele Singleplayer Goddess. Oder Goddess ausgesprochen. Ah, die hat man noch gar nicht. So, Mana after Kill. Einer davon kann weg. Geht das Plugin im Battle.net? Ich vermute nicht, aber ich weiß es nicht. Ich habe davon nichts gelesen. So, holen wir uns mal noch ein paar Tränke. Okay, sieht gut aus. Ist denn PD2? Vermutlich habe ich schon gelesen, dass das eigentlich illegal ist oder irgendwas. Aber PD2 ist komplett geduldet, ja. Da habe ich hier zumindest noch nichts gelesen, was irgendwie sagt, dass das nicht geduldet wird. Aber vielleicht ist sowas auch einfach gut, weil durch PD2 und diese riesen Community hier haben sie dann wahrscheinlich auch erst gemerkt, dass halt Diablo 2 halt immer noch sehr gefragt ist. Also insofern ist das für einen Publisher auch manchmal gut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mindestens die Hälfte von denen, die PD2 spielen, auch das Original dann kaufen werden wieder. Ich habe auch jedes Blizzard-Spiel und das sogar in der immer in dieser Special Collectors Edition, wie auch immer das heißt, Digital Collected. Da gibt es also viele. Also ich habe schon ordentlich reingecasht in Blizzard. Durch WoW ja auch. Habe ich ja zum Teil jahrelang gesuchtet. Einzige, was ich mir jetzt noch nicht geholt habe, ist die 30er Edition. Also dieses Supporter, ich weiß nicht, es hieß ja gar nicht Supporter Pack. Da sind halt fast nur Cosmetics in irgendwelchen Spielen. Und ich bin keiner, der irgendwie überhaupt auf Cosmetics steht. Gut, bei Diablo habe ich schon gerne Pets gesammelt. Aber das war's auch. Spritz. So, da ist das Gehirn. Und das Heart in the Bazaar, Seavers under the Kurast Bazaar. Das kam als nächstes. Aber das Gibbin fehlt uns noch im Flower Jungle. Also müssen wir da noch ein bisschen weiter rumlaufen.
This is. 8 WoW. Was zum Teufel? Tradest du mit denen oder was? Wozu braucht man denn 8 WoW-Accounts? Poison and Bone Skills, Necromancer. Das hebe ich mal auf. Stück. Du hast sehr viel Multiboxen gemacht. Aber da hast du ja dein Glück gehabt, wenn du dafür nicht gebannt wurdest, weil das ist ja auf jeden Fall illegal, soweit ich weiß. Geh mal vom Spider Forest, das müsste von der Entfernung her jetzt nicht allzu großen Unterschied machen. MB ist erlaubt? Was? Okay. Das ist doch das, wo man mit mehreren Charakteren dann laufen kann, ja. Ach so, das war das mit der Software. Ja, ansonsten braucht es ja für jeden dann einen Account, ja, also wie sagt man, der ein Abo. Dann haben sie ja dadurch dann wieder profitiert. Eigentlich auch clever gemacht, ja. Ja, generell WoW macht nicht mehr so viel Spaß wie früher, bin ich der Meinung. Wobei ich sagen muss, das letzte Addon war schon gut. Es hat schon Laune gemacht. Aber weiß ich nicht, früher hatte ich Freunde, mit denen ich das gezockt habe. Inzwischen spielen sie entweder andere Sachen oder sind komplett von WoW weg. Ein Kumpel, mit dem ich jetzt Valheim zocke. Der hat einen richtigen Hass auf WoW, weil sein Account damals gehackt wurde und sie halt nichts gemacht haben, um ihm zu helfen. Deswegen brauche ich nicht mal Blizzard erwähnen und schon ist er auf Rage-Modus. Also, ja, ich habe halt kaum noch mit denen man das irgendwie zusammenspielen kann. Und ein MMO ist in meinen Augen definitiv etwas, was immer in Multiplayer spielen soll. Klar, sowas hier geht auch gut im Multiplayer, aber das kann man halt auch super gut alleine mal eben grinden. Drei Level und ich krieg die Wasser 1 Verstärkung. Und bis dahin gehe ich auf den Blizzard. Plus 4, plus 9 wieder. Sind aber auch viele hier. Und es ist eine Sackgasse. Gargoyle ist doch 100 pro. Sind doch nur schwerer, oder? Man merkt auf jeden Fall wieder den Unterschied zu der neuen Waffe, die er jetzt bekommen hat. Ich verstehe jetzt trotzdem gerade den Weg hier nicht. Doch den ganzen Weg und da oben geht's ins nächste. Also wo soll das Gipfel sein? Das hier zählte zu einem anderen Gebiet. Eigentlich.
stay a while and listen. Aber Nordosten, das war ja schon das nächste Gebiet. Das war ja dann schon der Basar von Kurast. Deswegen kann das ja eigentlich nicht passen. Wobei 30 hätte man aufheben können. Fernste Level. Castle Nova. Lifestone. Hit ist egal. Weaken Necromancer. Dim Necromancer. Cause Monster to Flee. Light Radius. Okay, so geil finde ich den jetzt nicht. Ich hebe mal aber mal auf, weil er noch viel teurer verkauft werden kann. Mana-Tränke wollte ich noch kaufen. Habe ich noch fast, ja, eigentlich genauso viel equipped, wie man standardmäßig hätte. Du sagst Nordosten, aber hier steht Look for the Gitbin in the Floria Jungle. Und Floria Jungle ist ja nur das da, das Gebiet. Das andere da oben war ja schon wieder das nächste. Kann höchstens da unten hoffen, dass es da noch ist. Aber das ist der große Marsch. Wobei mir im großen Marsch auch noch die Teleporter fehlt. I need mana. Ich bin auch der Meinung, das war viel früher. Warte, ich wollte jetzt hier, wenn ich schon mal wieder hier bin, den Wegpunkt gleich mitnehmen von dem Gebiet. Oh, eine F-Rune. Weil die wir die ganze Zeit gesucht hatten. Warum spielst du nicht im Battle.net? Naja, zum einen, weil ich gerne mit Players 8 spielen wollte und das geht im Battle.net nicht. Battle.net nicht. Zum anderen, weil... die PD2 Edition scheinbar einen immer irgendwie nach einer bestimmten Zeit aus dem Multiplayer kickt. Habe ich bei einem anderen Streamer gesehen, der hier auch immer mal wieder drin ist, der TrapX Gaming. Und ja, das finde ich halt nervig, wenn ich eigentlich spiele und vor allem die Karte weg und so, das finde ich halt blöd. Ui, da waren zwei Runden, glaube ich sogar. Ah ne, das andere war einfach nur das Gelbe. Ich würde so gerne einfach über das Gold drüber laufen und dann hab ich's. Das freut mich, dass das Blizzard auf jeden Fall reinpatcht in das Neue.
dass man überhaupt in dem Spiel Geld braucht, so wirklich, außer man will ein bisschen gamblen. Aber ja, alleine, dass es rumliegt und alles blockiert, was man sonst irgendwie lesen möchte, ist es schon nervig. Da ist der Teleporter. So, du sagst zum Floor Jungle. Südwesten, okay. Das da, okay. Schauen wir mal. So, das ist mein altes Portal. Lol, du hast recht. Ach ja, der dritte Akt ist doof. Hat er jetzt irgendwie was gemacht? Da ist es, okay. So, dann darf man das da in den Sockel packen. Hello. Zwölf Mana live. Okay. So, Arschhara. Ne, das war Hati. War das die Assassine? Ja. Now that few. So, jetzt darf man endlich zum Bazar gehen. Vorher mal bei Onkel Decky identifizieren. Er könnte besser sein als den, den man begleitet hat. Ne, der hat 59. Defense Poison Length. Okay, aber so gut ist es auch nicht. So, was haben wir hier? Stärke, Life, Resistance, Selbstheilung, Nova, Hit Recovery, Mana. Zwei weniger Defense, eins weniger Stärke, bisschen weniger Lightning Resistances. Aber durch die Nova und faster Hit Recovery finde ich den vielleicht besser für, als der, den er hat. Der regeneriert sich selbst. Drei Leben merkt man auch nicht. Nimm den rein. Ach wo? So, eins Stärke wollte ich verkaufen. Haben wir jetzt aber gut. Runen gerade bekommen. Eigentlich, wenn ich die Stapelbar machen würde,
Könnte ich die auch easy? Ah, ich glaube, die habe ich noch gar nicht gehabt. Ah, nee. Easy auch noch hier mit hinpacken, jetzt wo ich ja den Cube habe. Not enough mana. I need mana. Einer der größten Vorteile vom Zauberer. Der Teleport. Wollte mir eigentlich den Immerhalt nehmen, aber aus dem Stein, aus dem Holz kam noch eine Rune raus. Ich habe hier echt das gleiche Glück wie bei Diablo 2, 3. Meisten Loot kriege ich echt aus irgendwelchen klickbaren Items als von Monstern. Sehr gut. Wusste doch, der war irgendwo nahe eines Eingangs. Ich muss mal ganz kurz. Okay. Ich war eigentlich gegen 19 Uhr mit meinem Kumpel verabredet zum Valheim spielen, aber ich habe noch eine Verabredung. Ich habe noch ein bisschen länger Zeit für Diablo 2. Aber Valheim werde ich dann auf jeden Fall auch spielen. Außer sein Date verläuft anders und er kommt heute gar nicht mehr an. Ich habe schon lange nicht mehr gefunden. Ein leerer Raum. Jetzt habe ich beinahe nicht hingeguckt.
Die halten aus. Guck nicht durch. Der heilt sich, glaube ich. Scheint eh optional zu sein. Na dann, Stefan, wünsche ich dir einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich. Und ja, ich hoffe, dein Arbeitstag wird nicht allzu beschwerlich. Gold Damage, der kann dann weg. Alter, wie viel der aushält. Und dann droppt der nicht mal was. Kurast. Another Kurast Bazaar. Ah, sehr gut. Aber Kurast Bazaar hätte wahrscheinlich auch was. Kuras Bazaar. Nee, es muss hier weitergehen und hier muss auch noch ein Teleporter sein, scheinbar. Ist denn von den neuen anderen Zuschauern auch noch jemand im Chat aktiv? Na. Wo geht es weiter und wo ist der Teleporter?
Ah, da war noch eins und hier ist auch noch was. Thiever Level 1. The Thiever. Okay, da geht's dann weiter. Der Ruin-Tempel. Und da ist der Teleporter. Das war eine schwere Geburt. Ah, es gibt sogar mehrere Eingänge, krass. Und trotzdem habe ich nicht den richtigen gefunden. Oder überhaupt einen Eingang. Gut, dass ich einen Erfahrungsschein habe und es kein Gegner kommt. Akuras geht also auch. Bin langsam voll. Ah, hier geht's durch weiter. I am overburdened. So, verkaufen wir mal schnell. Good evening. Greetings. 81. Ah, okay, also nicht jede Rüstung hat diesen Debuff mit dem langsamer Laufen. Dann könnte ich Tal-Eth auch mal auf eine andere Rüstung machen. Ui, 29. Da könnte ich doch mal ein paar wieder Andariel-Runs machen. Oh, und da ist unser erster verbesserter Charakt. Quantity 2, okay. Dann mache ich die mal alle stackable und dann kann ich sie nämlich auch rüberpacken. So, ich wollte gerade sagen, ich hatte noch einen Cold Buster Hit, das können wir mal lassen.
29. Okay. Dann packe ich den nämlich hier unten hin. Drei, sechs, fünf, eins. Der kann weg. Ja. Der Sechser kann auch weg. 30. 13, 12. Da kann ich auf jeden Fall mal ein paar coole Runs dann machen. Minimum Damage, Maximum Damage. Hat gut Geld gebracht jetzt auch. Damit bin ich jetzt schon bei 464.000. So, ich gucke mal ganz kurz. So, Nahkampftante. Good day. So, und vorher muss ich nochmal gucken. Seine Waffe macht 14 bis 63. Very slow. 14 bis 63. Wo das Grundschaden war. Okay. Fire Resistance. Ah, Magic Find. Poison Length. Ne, lohnt nicht. Lohnt auch nicht. Könnte auf jeden Fall mal ein paar Hände gebrauchen. Muss man gar nicht gegen das Ding hier kämpfen? Das ist optional, ja. Intravinkal, beware the High Council. Platz nimmt es jetzt eigentlich nicht mit. Yes. So, ich glaube, ich mache hier erstmal ein Päuschen, aber was ich machen werde ist, ah, der kann auch weg. Ich mache jetzt nochmal einen Run. Einen Andariel Run.
mit meinem Magic Find Equipment. So, wie viel Magic Find habe ich jetzt? 69. Geht's natürlich auch deutlich schneller. Weil Andariel wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr aushält. Grünen Gürtel. Globes bekommen. Leggy Globes. Da war ja noch was. Stay a while and listen. Put that to good use. Put that to good use. Der wäre sogar besser gewesen als meiner, den er vorher hatte. Noch dumm. Okay, er war nicht viel wert im Verkauf. Fire Damage und Poison Resistance. Stamina, nein. Faster Hit Recovery, Stärke. Ne. Requirements reduziert. Den nehme ich mal auf. Level of Freedom.
Da haben wir mit dem nächsten kleinen Amethysten und gleich größeren und dann verbessern wir den richtigen Amethyst. So, dann das kann weg. Und hier packe ich jetzt wieder mein Level Equipment rein. Quad Resistance, ja. Und das kommt in die Kiste mit den seltenen Sachen. Wobei, warte mal, habe ich jetzt zu schnell verkauft? Ah ja. Ich will es einfach mal sammeln. Attack Speed, Faster Hit Recovery, Maximum Damage, Defense und richtig viel Life. Also für einen Nahkämpfer wäre das super. Damage, Defense, Life, Recovery und Attack Speed. So, liebe Leute, ich mache jetzt hier erstmal ein Päuschen. Der Stream geht ja jetzt fast bald 4 Stunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, morgen zu Akt 3 Ende und Akt 4 dann. Also bis dann, schönen Abend noch.